So, hallo. Wir machen weiter. Bei Kirby und das vergessene Land. Ja, wir sind vor diesem Einkaufszentrum-Level und ich gehe mal davon aus, dass wir in dem Part auch da reinkommen. Je nachdem, ob das ein komplettes Level oder nur ein Bosskampf ist. Wir werden es sehen. Jetzt jedenfalls erstmal hier rein. Vier Waddledees gibt es wieder und ja, entsprechend die typischen drei Missionen. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Gehen wir einkaufen. Hier außen ist schon mal nichts, das ist alles nur Deko hier. Okay. Zack. Aha. Da kann ich gleich was zerstören. Zerstören ist immer gut. Okay, da wird mir alles da oben gezeigt. Wir gehen das mal unten lang. Oder auch nicht. Kann ich das hier? Ja, aber ist nicht wichtig. Okay, hier ist auch nichts. Okay. Außer halt bloß. Ein paar Münzen. Oh, lol. Ach nee, ich wollte schon sagen. Hier sind die Pilze. Alles gut. Sah von oben aus wie eine Piranha-Pflanze. Hätte ich witzig gefunden. Oh, neue Fähigkeit. Ach nee, das ist der. Ki okay. Nee, dann hätte ich gerne meine Bomben wieder. Ich habe bisher noch absolut keine Begründung für den Stacheltyp gesehen. Also, der wirkt bisher ziemlich nutzlos. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aufstehen! Ich glaube, er ist wach. So. Ja. Okay, da gibt es nur Energie, die wir noch nicht brauchen. Okay, bisher haben wir noch keine sammelbaren Geschichten gefunden. Okay. Da ist wieder was zum Rollen. Wenn es wichtig wäre, der Stachel, dann wird es ja wieder auftauchen. Ne? Also das ist ja der Punkt. Daran würde man dann schon merken, ob es wichtig ist oder halt nicht. Okay, hätte ich da hochgekonnt? Oh shit. Ah, ich komme aber über die Rolltreppe hoch. Alles gut. Alles gut. Okay, den kann ich gar nicht essen. Aha. Okay, war aber nur ein kleines Secret. Nichts brutal Wichtiges. Aber der kommt wieder interessant. Ah, wait, kann ich den zusätzlich killen? Also. Oder kann ich das Ding jetzt essen? Nee. Ja, gut. Dann hat sich's erledigt. Okay, hier hätten wir jetzt sowieso Bomben bekommen. Weit so gut. Da kann ich rein. Irgendwie. Ups. Tschüss. Jawollo. Aha. Haben wir doch schon was. Allerdings das Unwichtigste. Lol. Gibt's jetzt ein... Jawohl! Ist für Donut.
Ich wollte was sagen, aber das wird jetzt wieder eine Serie spoilern, von der ich nicht weiß, ob jeder schon so weit ist, wie ich es jetzt gesagt habe. Oh, okay. Oh, da oben ist was. Da wollen wir hin. Oh, wie lange hält das denn? Okay. Sehr schön. Nummer 1. Und es ist auch Nummer 1. Gut. Haben wir letztes Mal gelernt. Wir würden es jetzt ja sogar sehen, wenn es nicht reichen würde. Also wenn es nicht die 1 wäre. Okay. Gut. Weiter. Sehr schön bisher. Klappt das doch alles ganz gut. So. Oh, ich kann die ganze... Okay. Ach, aber nur zum Kippen oder was? Ansonsten ist es irrelevant. Jo, wie lange willst du den kippen? Jetzt, okay. Das hat gedauert. Okay, da wo der Burger kommt, kann ich rechts rein. Okay. Ach so. Das ist dann der offizielle richtige Weg. Dann gehen wir aber erst die anderen Wege. Ach so! Moment, also komme ich aber wieder zurück dann oder wie oder was? Ah, weil dann will ich... Okay, dann will ich die Dinger ja erst recht gehen. Wenn es hier noch anderes Zeug gibt. Dann will ich hier den Weg ja erst recht laufen. Dann komme ich jetzt wieder zurück. Ha, langsam wird's kritisch. Was ist hier? Okay, einfach eine zweite. Okay, das ist der gleiche Quatsch. Es ist einfach wieder eine Niete. Okay, alles klar. Gut. Und dann ist in der Mitte ist halt in der Truhe was drin. Okay, verstanden. Und dann ist der Weg wahrscheinlich egal, wie rum man geht. Hoppala. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus hier. Sehr gut. Das ist auch die 2. Gut, so muss das sein. Ist hier ein Donut dabei? Nein, schade. Hier ein Donut dabei? Nein. Okay, dann werden die anderen Wege schon nichts Passendes haben. Und dann wäre man immer hier rausgekommen. Ah ja, aber siehst du, hier wäre ich nämlich nicht mehr zurückgekommen. Das ist genau der Punkt. Das ist genau, was ich meinte. Da wäre man dann vermutlich nicht mehr zurückgekommen. Jetzt werde ich zum Stachel. Will ich da? Okay, Feuer. Feuer nehme ich. Kleiner Arenenkampf wieder? Ja. Okay, kein Arenenkampf, aber... Mini-Boss-Kampf. Ah, da wäre dann doch der Dings besser gewesen. Aber was soll's. Aber das ist der Eistyp, ne? Das heißt, wir bekommen gleich die Eisfähigkeit. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Tatsächlich, aua. Aua.
Aua. Ich mag aber, dass er einfach brennt. Also, dass er wirklich so eine Brenn-Effekt bekommt. Das ist cool. So. Eisfähigkeit für uns. Oh, das ist cool. Mit der kann man sich so schön smooth bewegen. Das mag ich. Ja, das ist genau, was ich mag. Hui. Aber bisher kein dritter Donut gefunden, ne? Okay, hier kann ich hoch. Oh. Naja, war nur eine Münze. Die Frage ist nur, ist es eine Mission, diese Münze zu bekommen? Ich gehe nochmal zurück. Guck mal, ob die wieder spawnt. Ah, okay, das ist jetzt aber hier auch immer. Das heißt, man könnte jetzt auch wechseln. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn man den jetzt nicht gegessen hätte, sondern versehentlich kaputt macht, taucht das auch da auf. Okay. So, kommt die Kiste wieder? Nein. Schade. Okay. Aber wird schon keine Mission gewesen sein. Okay. Ah! Aha. Noch was? Nein? Okay. Da wäre auch nochmal die Eisfähigkeit. Okay, da muss ich dann da hinten auch hoch. Yay! Ach so. Nummer 3. Yes. Sehr schön. Bisher also keine Wortel, die es verpasst. Aber ich fürchte fast Donuts. Mist. Da ist einer. Leider weiß ich nicht, wie viel das ist. Aber es ist 2 von 4. Hm. Da wir schon lange keine mehr hatten, ich fürchte fast, wir haben welche verpasst. Aber ich weiß es nicht. Ah, ich komme nicht hinterher. Aber ja, jetzt. So. Ah, okay, die eine Münze kann mich jetzt mal. Gut. Ah, da gibt's wieder was zum Dingsen. Zum Umkippen, wollte ich sagen. So. Kippen wir hier auch gleich mal um. Okay, bei der Torte reingehen. Da ist irgendwas mit einem Eis. Und noch eine Kapsel. Okay. Ha. Ach so, das ist wahrscheinlich dann das abgerissene Ding. Zwischen Eis und Torte. Ach du grüne Neune. Also das wäre dann gleich am Anfang. Ach nee, dieses Eis und Torte. Okay, ja, verstanden. Ich habe verstanden, wie es aufgebaut ist.
Dann gehen wir diesmal in die falschen gar nicht rein. Wir haben ja vorhin gesehen, die falschen sind halt dann wirklich einfach falsch. Okay, hier scheint nichts zu sein. Okay. Na dann, rüber. Oha. Hier ist ja richtig Party. Gut, alle Waddle Dees haben wir schon mal. Aber es fehlen noch zwei Donuts. Zwei Donuts. Ich fürchte fast, ich habe einen Donut irgendwo verpasst. Ah, da ist noch einer. Jetzt fehlt noch ein Donut. Aber ich weiß nicht, ob da noch... Keine Ahnung. Theoretisch, klar, kann jetzt noch ein Abschnitt kommen und es könnte noch ein Donut auftauchen. Haben wir ansonsten alle Missionen? Nee, eine... Es fehlt dann noch eine ganze Mission. Also... Irgendwas Kleines müsste man doch irgendwo machen, wahrscheinlich. Kann man auch nicht durch, okay. Wie viel das einfach sind. Kann man hier durch? Nope. Okay, hier gibt es erstmal wieder einen Kampf. Oder auch nicht. Okay. Ja, da ist das Ziel. Das ist schlecht. Aber hier gibt es noch Secret. Also da ist noch eine Leiter nach oben. Vielleicht ist da noch ein Donut, der auftaucht. Ja, da oben dreht sich ein Donut. Da oben dreht sich ein Donut. Dann haben wir nur vielleicht das letzte Secret nicht gefunden, außer es ist gleichzeitig da oben. Aber ein Donut ist hier auf jeden Fall. Sehr gut. Dann ist nur die Frage, was ist das letzte Secret? Ha. Ich schätze, wir werden es nicht hier in dem Weg finden, von daher. Werden wir es ja eh gleich erfahren. Und dann gehen wir halt nochmal durchs Level durch. Ansonsten haben wir ja alles. Ansonsten haben wir ja alles. Laufe durch das Center, ohne dich zu ver... Okay, das heißt, der Erkundergeist, der Geist des Erkundens hat es mir kaputt gemacht. Ja, gut. Ja, gut, meinetwegen. Meinetwegen. Ich muss noch kurz was trinken. Ihr entschuldigt mich. Es wird hier kurz die ganze Sequenz abgespielt. Waddle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt. Ha, ich lasse meine Flasche fallen. Hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss. Ja, machen wir gleich. Vorher gehen wir nochmal ganz kurz durch das Einkaufscenter, ohne uns zu verirren. Aber es sind ja nur zwei Wege, wo man sich verirren kann. Also, ja. Das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Thank you.
hätte jetzt auch das Ding mitnehmen können eigentlich. Habe ich da gerade vergessen. Macht aber gar nichts. So, hier rein. Die Level sind, wenn man sie kennt, wirklich super kurz. Aber das ist gut. Ah, Mist. Ja, okay. Ja, das ist jetzt natürlich dumm mit Eis gegen Eis. Okay. Das machen wir lieber normal. Bäm. Ach, komm schon. Nice. Nein, ich habe daneben geschossen. Okay, das Ziel muss ich noch... Oh, das Ziel muss ich noch üben. Das Ziel von den Sternen muss ich noch richtig gut üben. Tschüss! Jetzt gib mir die Eisfähigkeit wieder zurück. So, Abflug. Ui! Ui! Gleich einfach darüber. Gleich einfach darüber. So. Da sind wir ja schon. Ganz hinten links war es, ne? Müsste die Mission ja schon zählen, weil man kann es jetzt ja eigentlich nicht mehr verirren. Aber wahrscheinlich erst, wenn man das Level wirklich abschließt. So. Zack. Jawohl. Easy. Okay, gehen wir noch zum Boss. Gehen wir noch zum Boss und gucken mal, was da passiert. Wird schon kein komplettes Level sein. Ansonsten können wir auch zwischendurch abbrechen. Ach, vorher machen wir noch die Challenge. Vorher haben wir hier noch eine kleine Challenge aufgemacht. Den Eisschatz, jawohl. Darf ich jetzt schön Schlittschuh laufen, ja? Ah, ich dachte, ich muss die kaputt machen, aber muss ich nicht, okay. Ach so, wenn ich das mache, bin ich langsamer. Ah, okay, schlechte Idee. Yikes. Ich müsste eigentlich schon runterschlittern. Und wie schnell waren wir?
keine Ahnung, wie schnell wir waren. Nicht schnell genug. 10 Sekunden zu langsam. Oha. Okay, ich darf nicht zwischendurch schweben. Ich darf nicht schweben. Ja, dann gleich nochmal rein da. Ups. Aber wie mache ich das denn? Ach so. Also ganz checke ich noch nicht. Ah, wahrscheinlich so, okay. Ja, okay, doch, ich verstehe schon. Dann kann ich da einfach runterrutschen jetzt, okay. Ja, okay, I see. War ich schnell genug? Please. Nein. 8 Sekunden zu langsam. Oha. Okay, wie... Okay, huh. Dann darf ich da echt nicht anhalten, ne? Mist. Also es kostet mich doch schon alles Zeit hier. Na gut, hier kann ich auch außen rum. Da muss ich eigentlich noch gar nichts feuern, aber hier muss ich halt feuern. Ah, Mann! Ich war schnell, aber nicht schnell genug. Ja, immer noch 5 Sekunden. Irgendwie fehlt mir einfach noch eine Technik, die ich brauche. Habe ich da so den Eindruck. Dass man hier viel schneller sein kann, wenn man will. Und ich weiß einfach noch nicht, wie. So kommt es mir vor. Ach Mann! Na, hier komme ich halt einfach so vorbei. Ja, das ist halt scheiße hier wieder. Ah, ich bin zu langsam. Kann man denn da schneller werden? Darf wahrscheinlich wirklich einfach auch nicht getroffen werden. Es muss einfach perfekt laufen. Mist! Ja, kann ich schon knicken. Fuck.
Ey, wieso krieg ich's jetzt nicht mehr hin? Aber ist noch okay. Ah, langsam wird es nicht mehr okay. Ah, weiß ich nicht. 35, 33. Ich glaube, irgendwas mit dem Zeitraum... Ah, warte mal, ich bin ja dumm. Wieso gehe ich denn immer außen rum? Ich muss doch einfach springen. Ja, okay, nochmal 2 Sekunden rausgeholt. Die 2 Treffer hätte es halt nicht geben dürfen. Ja, es wird. Aber die 2 Treffer hätte es halt nicht geben dürfen. Aber das ist zeitlich bisher das Schwierigste, muss ich sagen. Weil irgendwas Entscheidendes scheine ich einfach falsch zu machen. Mist. Ach, fuck my life. Bei 30 jetzt durch. Ah, wird zu knapp. Es wird zu knapp. Nein, das war schlecht. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Nee, reicht nicht. Aber wie viel fehlt? 2,16 bin ich jetzt durch. Ja, es ist wieder ein bisschen besser gewesen. Es sind noch 3 Sekunden. Also ich muss 2,12 muss ich durch. Nee, es geht doch bei 3-0 los. Da muss ich doch bei 2-20... Hä, bin ich jetzt dumm? Ja, bei 2-20 muss ich durch. Ja, ich... Die 2-12 würde ja nach oben gehen. Ich bin blöd. 2-20 muss ich durch, okay. Mann! Ja, also... Hier jetzt 2,30 ist schon zu knapp. Ich muss da vorher durch. Ich weiß halt nur noch nicht, wie ich da schneller werden soll. Aber warum das Ding zum Beispiel hier ist? Kann ich hier irgendwie abkürzen? Das ist doch kein Abkürzen. Das bringt mir doch nichts. Nee. Nee, das ist schlecht. Nein, ich wollte einen normalen Sprung machen. Aber mit der Pirouette töte ich die ja auch normalerweise nicht, ne? Ich muss schon... Nee, das... Nee. Ich muss es schon so machen wie bisher. Ich glaube nicht, dass es da eine andere Technik gibt. Auch wenn ich es vermutet habe, aber ich glaube es nicht. Ich wüsste nicht, wie die aussehen soll. Ich muss da einfach gut dran vorbei immer. Ich... Ist mein räumliches Verständnis so schlecht, dass ich das nicht gerafft habe, dass ich den reinratter? Bei einmal springen müsste ich ja können. Das dürfte ja keine Zeit verlieren. Nee, genau, das verliert keine Zeit. Okay.
Ja. Den machen wir jetzt kaputt, dass der mir hier nicht aufregt. Gut. Hier kann ich einfach dran vorbei. Okay, okay, okay. Nein! Ah! Ah, das war gut bisher. Scheiße. Aber das war's. Das war gut. Okay, also so ein paar kleine Sprünge um die Ecken wären ganz sinnvoll. Jetzt bin ich hängen geblieben. Nein! Ach Mann, geh doch nicht in deinen scheiß Flugmodus. Ach, ich kann, also ich weiß nicht, ich kann das Räumliche echt schlecht einschätzen. Ich denke mal, ich treffe und dann lande ich daneben. Scheißdreck. Aber ein bisschen besser als vorhin. Aber noch nicht, es ist noch lange nicht optimal. So, das ist einfach der Punkt. Ja, jetzt müsste ich durchs Ziel. Jetzt müsste ich durchs Ziel. Okay. Was gibt's? Gibt's da nicht? Also das kann doch nicht so knapp sein. Die anderen waren doch auch nie so knapp. Okay, das war gut. Jetzt nicht versauen. Nein! Ja, es war bis dahin vorher was gut, aber dann ist es halt wieder scheiße geworden. Ja, jetzt muss ich durch. Es ist halt immer noch, es sind immer noch gut 2 Sekunden. Es kann doch nicht wahr sein. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so knapp ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich irgendwas grundlegend falsch mache. Das kann ich mir vorstellen. Ich check's nicht. Aber was mache ich grundlegend falsch? Ich meine, das Eis hier, sich in dieses Eis zu verwandeln, ändert ja auch nichts. Das Schlittern macht es auch nicht besser. Na, wenn ich da jetzt anfange zu schlittern, das bringt mich ja nur zurück. Yo! Ich wusste, es gibt was. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? So, wie habe ich das gemacht? 2-mal drücken. Oh lol, ich wusste, es gibt was. Ich wusste es. Oh Mann!
Okay, das muss ich runterwärts machen. Ich habe mich schon echt gewundert. Ja, wow. Mit 35 gehen wir hier durch. Ja, nee, ist klar. Ich komme mir so dämlich vor, ne? 2,23. Es musste was geben. Das ist genau der Punkt gewesen. Es musste was geben. Aber ich wusste es halt nicht. Woher soll ich denn wissen, dass man das zweimal drücken kann? Ah. Wurde das irgendwann irgendwo gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Gut, wie auch immer. Bosskampf. Okay, hier gibt's nur schließe den Abschnitt ab. Gut, let's go. Keine versteckten Sachen, nichts. Also Kampf und ab geht's. Oder doch erst Level? Oder sind einfach nur keine versteckten Wortledies? Wir werden sehen. Kann ich da hinten lang? Nein, alles zu. Okay. Wo muss ich hin? Kann ich hier außen rum? Nein. Hier oder was? Okay, hier sind Bananen. Aber hier geht's auch nicht weiter. Wanted Poster. Das ist eine Mission gewesen. Safe. Ja, komm, wir nehmen die Bomben. Oh, was ist denn da draußen los? Okay, du bist der Boss. Oh. Okay, der snackt uns einfach. Ach so. Ja, ich befreie mich ja schon. Okay, yo. Dich kenne ich nicht. Ah ja, Gorillos. Mag kreative Bossnamen. Okay. Jetzt wirft der. Okay. Also wirklich interessieren jetzt die Bomben nicht. Wir probieren mal die Sterne. Ah, scheiße. Aber kommen ja gleich wieder die Sterne. Hallo. Ab dafür. Okay, ja, ist ein bisschen stärker. Kann ich auch mehrere auf einmal eigentlich? Und dann so richtig krassen Stern in den reinpfeffern? Ja. Theoretisch ja. Wenn man sie treffen würde, wahrscheinlich. Nice. Ah, nicht so nicht schwierig bisher. Der wirbelnde Boss. Ah, ich dachte, die anderen kriege ich auch noch. Schade. Bam! Okay, einmal noch. Das war's. Ciao! Ah, oh, es reicht noch nicht. Jetzt aber. Ciao! Easy. Kann ich die jetzt auch einsaugen? Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, der haut einfach ab. Chillig.
Oh, besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Okay, cool. Schon eine Mission geschafft. Oh, noch eine Mission geschafft. Ohne Schaden. Oh, okay, cool, cool. Kommt noch was? Nein, okay. Was sind die anderen Missionen? Besiege den Boss ohne eine Fähigkeit zu benutzen. Oder besiege den Boss nur mit Bomben oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen. Weil die Bomben waren eigentlich nervig. Schlüpfe zwischen den Beinen von Gerollus hindurch. Ah, okay. Und die andere taucht einfach nicht auf. Okay, das ist natürlich frech. Na, dann schlüpfen wir doch mal zwischen den Beinen von Gerollus hindurch. Nein, ich will eigentlich hier bleiben. Ach so, okay, wir müssen nach Waddledee-Stadt. Okay, ja gut. Meinetwegen. Aha. Ah, hier kann man dann so Kapseldings holen. Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Waffenladen. Oh, ich kann die Spezial... Okay. Fühle ich. Ja, da gehen wir gleich rein. Elfilin, da gehen wir gleich rein. Okay. Ja, let's go. Moin. Willkommen, wurde dieses Mal mit einem möglichen Anfang. Spezialpower, eine kleine Leidenschaft von mir. Jede von dir entdeckt Spezialpower, steht hier entschieden in meinem Level. Ja, okay. Bevor ich es vergesse, ich kann dir auch helfen. Ja. Ja, das will ich. Diese Blaupause enthält einige ganz unglaubliche Techniken. Damit können wir deine Spezialpower entwickeln. Lass es uns doch gleich mal probieren. Ja, da bin ich dafür. Die Spezialpower-Bumerang kann nun zu Chakram-Bumerang entwickelt werden. Okay, Vulkanfeuer. Okay, das war's. Ja, dann lass doch mal dahin gehen. Okay, und das kostet jetzt Münzen und... Ah, solche Sterne. Okay, cool. Ja. Oder Steine. Okay. Ja, let's go. Lol, er gibt mir einfach welche. Chillig. Ab dafür. Dann wissen wir schon mal, wofür wir Münzen brauchen. Und die Steine. Ist jetzt einfach stärker? Wahrscheinlich, ne? Wird einfach die Angriffspower erhöhen. Ja, sagt er nicht, was das jetzt anders macht. Okay, ich würde sagen, ist einfach stärker. Wird wahrscheinlich anders aussehen und halt stärker sein. Okay. So, aber dann aktivieren wir den doch auch gleich noch. Kostet immer 502. Okay, let's go. Vulkanfeuer. Sieht schon nice aus. Oh, jawohl. Alles klar. Chillig. Okay. Ja, das weiß ich doch. Will ich jetzt aber noch nicht. Wie viele Münzen muss ich hierfür hergeben? 10, okay. Nein, wir werden die Münzen erstmal sammeln. Das kann man machen, wenn dann noch Sachen fehlen und so weiter. Dann kann man sowas machen. Ach ja. Da ist ja nichts weiter. Okay, cool, cool, cool. So, lasst uns noch ganz kurz die Mission bei dem Gorillas-Typ machen.
Ja, das geht jetzt hier auf, das ist mir schon bewusst. Strandlevel und Wasserlevel. Ach Gott, Wasser. Na gut. Irgendwann muss ja auch mal Wasser kommen. Lieber gleich, dann ist es weg. Einsamer Strand, jo. So. Jetzt kann ich mal gucken, ob hier noch irgendwas mit suchen ist oder finden oder so. Scheint aber nicht so. Da drüben dann wahrscheinlich erst wieder. Aber hier werden wir alles gefunden haben. Okay, gehen wir hier nochmal rein. Also einmal unter ihm durchrutschen. Das ist schon mal die eine Sache. Und das andere wird dann wahrscheinlich erst danach auftauchen. Also müssen wir wohl noch zweimal durchlaufen. Ah, hier ist noch ein Wanted Poster. Oh, vielleicht habe ich einfach nicht alle Wanted Poster erwischt und ich muss alle Wanted Poster erwischen. Gibt es hier mehr? Da oben war ja eins. Hier ist keins mehr. Nee, das ist das Einzige hier unten. Okay. Wie gesagt, da oben war noch ein Wanted Poster. Aber wozu sind die Bananen? Also gut, die sind wahrscheinlich einfach nur, weil er halt hier ist. Einfach als. Yo, hier kommt gleich ein Affe. So, zweites Wanted Poster. Aber es sagt auch nichts anderes aus. Nee. Ah, oder ich muss da weiterlaufen, wo er mich gesnackt hat. Oh, ich kann hier rein. Okay, da ist aber nichts. Okay, da ist auch nichts. Kann ich hier weiterlaufen? Ach nee, da ist eh Schluss. Okay, er snackt mich also in jedem Fall. Okay. Na, dann rutschen wir doch mal mit dem durch. Kuckuck. Zählt das? Ja, wow. Nice. Taucht die andere jetzt gleich auf? Shit. Also muss ich ihn jetzt erst richtig besiegen wieder, ja? Oh, wow. Dann entflammen wir ihn mal. Muss hier auch nicht mehr auf die Energie achten. Jetzt kann ich ihn ja einfach zerfetzen. Ich mag das, dass dieser Flammeneffekt einfach drauf bleibt, ne? Das ist so cool. Jetzt brennt er nicht mehr. Na komm. Lieber Ruhe. Ciao. Easy. So, das ist die zweite Mission, die uns noch fehlt. Das ist jetzt die spannende Frage. Die wir gleich erfahren werden. Mit Schwert. Okay. Irgend sowas dachte ich mir schon, ne? Nur mit Bomben, nur mit Schwert und so weiter. Gut. Könnte man jetzt allerdings auch sagen, wir warten noch, bis wir Schwert verbessern können. Ne? Warum jetzt? Könnte man auch warten und sagen, bis wir Schwert verbessern können. Weil Schwert kann man ja scheinbar noch nicht verbessern.
Erfahre ich da, was ich tun muss, bis das Schwert verbessert werden kann? Oder ist es einfach so, nach einem Abschnitt passiert das halt irgendwann? Wann kann ich dich verbessern? Oh, okay, das ist gut zu wissen. Okay. Ach so, weil ich jetzt Feuer habe, sagt er mir Tipps zu Feuer. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, dann hätte ich hier vielleicht auch erfahren, wie das mit dem Eis funktionieren könnte. Oh, was ist denn hier? Oh, lol. Ach, das ist einfach für zum Training, oder was? Der Sandsack wird einfach mal ausgelöscht. Okay, da ist er wieder. Gut, gibt nichts. Ich dachte, vielleicht gibt's was, aber nee, gibt nichts. Okay, tschüss, Herr Sandsack. Ja, nee, dann würde ich mit Schwert erstmal warten, bis wir es verbessert haben. Was hast du mir noch zu erzählen? Okay, nichts Spannendes. Gut, aber die 60 hier rückt näher. Aber jetzt erstmal. Ach komm, wir machen noch den Schwertkampf und dann ist auch gut. Was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg. Ich muss ja nicht auf Energie achten, ich muss es ja nur schaffen. Betty. Das hat ja gut funktioniert. Aber wir machen schon ganz gut Schaden. Seine scheiß Kugel. Ach, komm schon. Das hat ordentlich gezwirbelt. Okay, jetzt wirbelt es bei mir. Da gehen wir mal wieder weg. Wirbel gegen Wirbel. Eee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 
und tschüss. So. Damit haben wir alles. Huh. Jetzt haben wir auch alle Wurzel, die es aus Welt 1 offiziell, ne? Genau, sehr schön. Nice. Okay, dann gehen wir dann das nächste... Ja, genau, hier geht es ja nämlich wieder los mit der Sucherei. Da wird es jetzt wahrscheinlich hier... Ja, da gibt es so einen Stern auf jeden Fall. Genau. Ja, komm. Machen wir noch kurz die Sachen hier auf. Normalschatz. Okay, das wird interessant. Wenn einfach alles normal ist. So, wir haben keine Fähigkeit. Ganz normaler Kirby. Aha. Okay, auch nur eine Münze. Hier, safe was. Nein, okay. Hier ist so ein Stern. Okay. Treppenstopfer. Lol. Da ist dann wieder der Bosskampf. Da geht's dann weiter. Oh, da hinten ist ein Glücksrad. Da gibt's dann einen Vergnügungspark oder sowas. Okay, das wird cool. Aber wir müssen möglichst schnell durch die Wasserwelt durch. Hier nur Münze. Das ist ein Level. Hier was? Nein. Das ist auch ein Level. Hier gibt es auch nichts. Hier gibt es auch nichts. Hier ist bestimmt noch was. Nein? Ach, da war die Münze, ne? Ja, ja. Da war die Münze. Hier noch was? Nein. Nein. Okay. Okay. Gut, dann denke ich, haben wir alles gefunden, was Secret-artig in der Welt 2 ist. Und könnt dann nächstes Mal ganz normal den einsamen Strand spielen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.